Kommen wir nun zu unserem zweiten Beispiel mit Kupferchlorid, CuCl2. Die erste Frage ist immer die, aus welchen Ionen besteht denn das? Bei Chlor, das können wir eindeutig sagen, da hat sich ja nichts verändert. Ja? Chlor ist ja nach wie vor ein Element der siebten Hauptgruppe, hatten wir ja vorhin bei unserem Beispiel. Und alle Elemente der siebten Hauptgruppe sind negativ geladen. Cl-. Das ist also vorher so gewesen, ist also nachher auch so, hat sich überhaupt nicht verändert. Bei Kupfer ist es was anderes. Kupfer selber ist ein Element der Nebengruppe. Ihr seht hier das Periodensystem eingeblendet. Ich habe es euch da markiert. Kupfer selber ist ein Nebengruppenelement, verhält sich meistens so wie entsprechend ein Stoff, der in der zweiten Hauptgruppe steht. Und deswegen kann man hier entsprechend Kupfer einsortieren mit einer Ladung von Cu2+. Das ist wie gesagt meistens der Fall. Bei entsprechend unserem Chlor gilt es noch zu beachten, das Chloridion, das ist ja zweifach da, ja, zweimal diese negative Chlorionen, das liegt an dem hier, ja, Cl2, das heißt zweimal dieses negative Chlorion. So, nachdem wir wissen, aus welchen Ionen das besteht, gucken wir mal ganz kurz, wo das angezogen wird, wo es hingezogen wird. Also Kupfer, das Kupferion Cu2+, geht zum entgegengesetzt geladenen Pol, also sprich zum negativen Pol. Und entsprechend dieses negativ geladene Chloridion geht zum positiv geladenen Pol. Das passiert auf jeden Fall, soweit kann man das schon sagen. Dann wissen wir ja noch von vorhin, am Minuspol herrscht ein Elektronenüberschuss, am Pluspol ein Elektronenmangel. Gut, also was passiert? Gucken wir mal unten an den Minuspol zuallererst. Ihr werdet merken, nachher muss man wieder ein bisschen was ausbessern und ausgleichen. Cu2+ heißt, diesem Ion fehlen zwei Elektronen. Deswegen hat sie eine zweifach positive Ladung. Bekommt es also wieder zwei Elektronen? Und das kann man ja am Minuspol bekommen, das ist ja ein Elektronenüberschuss vorhanden dort. Dann wird dieses Cu2+-Ion wieder zu einem Atom. Cu und die 0, wie gesagt, bedeutet ja, dass man im Endeffekt dann neutral geladen ist. Schauen wir uns jetzt hier das Chloridion an, das hier am Pluspol angezogen wird. Das hat ein Elektron zu viel und dieses Elektron gibt es natürlich ab. Wird entsprechend zu einem Atom und dieses eine Elektron ist dann da. So, und jetzt haben wir ja vorhin gehabt, es handelt sich ja um einen Stromkreis, das heißt, wir müssen gleich viele Elektronen abgeben wie aufnehmen, sonst ist es kein Stromkreis, die Elektronen können nicht irgendwie verpuffen und können irgendwie weg sein. Schaut her, jetzt habt ihr hier unten werden zwei Elektronen abgegeben, werden aufgenommen, Entschuldigung, vom Kupfer und oben wird nur eins abgegeben, das passt nicht. Also was müssen wir machen? Wir müssen also oben das Ganze multiplizieren, also man könnte es auch mathematisch sehen. Man könnte das Ganze jetzt sagen, man muss es mit 2 durchmultiplizieren. Man möchte ja im Endeffekt dafür Sorge tragen, dass nachher 2 Elektronen auch da sind. Ja? Das Teilchenmodell gucken wir uns parallel dazu noch an. Also bislang sieht es ja so aus, das ist ein Chloratom und hier war das Chlorion. So, bislang wie gesagt so. Und jetzt multiplizieren wir das mit 2 durch, weil wir 2 Elektronen brauchen, die frei werden, weil die müssen ja unten zum Kupfer hin. Das haben wir gerade markiert. Also muss klar sein, dass wir dieses Einzelne streichen und eine 2 hinmachen. Dann ist auch klar, aus der Mathematik, dann muss ich hier vorne logischerweise auch eine 2 setzen. Warum? Ja, weil ich brauche ja logischerweise 2 von diesen Kupferionen, Entschuldigung, von diesen Chlorionen, ich rede gerade von Kupfer, das ist unten, 2 von diesen Chlorionen, die jeweils ein Elektron abgeben. Ja, brauche ich 2 dafür. Und diese 2 einzelnen Kugeln bedeuten ja, ja, dass ich 2 Ionen habe und das mache ich dadurch kenntlich, dass ich vor dieses Cl- eine 2 stelle. Ja, jetzt habe ich 2 einzelne negativ geladene
Chloridionen. Ja? Deswegen die 2. Und logischerweise, Gesetz zur Massenerhaltung, hatten wir vorhin auch, auf der rechten Seite müssen es dann gleich viele sein. Sprich, wenn links 2 Ionen sind, entstehen auch rechts 2 Atome daraus. Und so muss ich logischerweise auch hier eine 2 vor dieses Cl machen. Und dann ist das Ganze, könnte man sagen, fertig. Jetzt muss man allerdings wissen, was ich gerade gemacht habe, passt ja nicht. Ihr habt es hoffentlich gemerkt. Ja, könnte man sagen, dass das so passt, aber das ist nicht richtig, weil, ich mache es nochmal weg, wer hat gut aufgepasst? Genau, Chlor selber kommt doch als Atom immer nur so vor. Und zwar doppelt. Ja, Chlor gibt es nur doppelt. Als Atom kommt es nicht einzeln vor in der Natur, sondern immer so wie die meisten Gase. Cl2. Und wenn sie verbunden sind, ja, und ein Molekül bilden, dann schreibt man diese 2 tiefgestellt. Die 2 hier vorne beim Cl- bedeutet 2 einzelne nicht verbundene Ionen. Ja? Und so wäre das dann richtig. Ja? Ihr habt jetzt links 2 Ionen entsprechend vom Chlor und rechts 2 Atome, die miteinander verbunden sind, weil es so vorkommt. Und hier unten, das können wir gerne noch weitermachen, können wir da auch noch drauf gucken beim entsprechenden Kupfer. Schaut her, das ist eine Kugel hier. Die ist zweifach positiv geladen. Schreibt mal rein, 2 plus. Und hier hinten kommt entsprechend ein Atom raus. Das passt also auch. Links eine Kugel und rechts eine Kugel. Das stimmt also. Masse ist erhalten. Und wie gesagt, die Elektronen haben wir ja auch schon.